Ja, hallo und willkommen zu The Mighty Quest for Epic Loot. Ja, ich möchte euch dieses Spiel hier mal zeigen. Und ja, ich möchte es euch nicht nur zeigen und ich werde es euch nicht nur zeigen, sondern werde ich auch noch ein Giveaway machen für zwei Beta Keys. Das ist das, was ich heute vorhabe mit diesem Video. Ich werde euch auch verraten, was ihr alles machen müsst, beziehungsweise wie ihr an diese Keys rankommen könnt bei mir. Das wird eigentlich ganz einfach sein. Ich habe mir nämlich, mir ist nämlich nichts Richtiges eingefallen, darum nehme ich etwas Leichtes. Ja, das ist unser Schloss hier. Auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag. Das ist unser Schloss. Hier gibt es so ein paar Fallen, das sind jetzt diese eingekreisten Dinger. Und dann gibt es hier noch so ein Monster. Jo. Monster. Der Dungeon ist für Stufe 19. Ich selbst bin 15, also mein eigener Dungeon ist zu schwer für mich. Das ist, tja, lustig, aber gut. Ist halt so, ne? Hier kann man so. Also hier am Heldentrainer kann man zum Beispiel seine Helden einfach aufleveln, sobald sie aufgelevelt sind. Man kann sich hier noch so ein paar Boosts kaufen. Ein paar habe ich so dazu gekriegt, gleich am Anfang. Die habe ich auch noch nicht benutzt. Ja, die Waffe hier habe ich. Das ist der Schmied, da kann man auch Rüstung und so herstellen. Ja, hier die Kreaturen, die man beschwören kann. Captain Knüpplich. Dann hier noch so Fallen. Ja, hier kann man das Ganze upgraden. Auch die Fallen. Und wir werden hier mal 5 Fallen upgraden. Und dann werden wir noch 11 Fallen upgraden. So. Dann haben wir sogar immer noch ein bisschen was über und dann. Nein, die Falle habe ich gar nicht. Habe ich diese Falle? Nein. Die habe ich auch nicht. Dann spare ich mir das Ganze. Nehme nochmal das Gold. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine mit Burgen. Und zwar haben wir. Vielleicht sieht meine Box so aus. Vielleicht sieht meine Burg aber auch. Ja, die hier ist relativ mächtig. So aus. Es kommt halt immer drauf an, wie viel Gold da so drin ist. Ist da jetzt viel Gold drin oder ja, weniger? Ja, ich suche eigentlich eine, die hier so ganz angemessen ist, da, wo ich hier nicht so viel verliere und so, ja. Um euch einfach auch mal das Angreifen zu zeigen. Das Verteidigen ist halt eigentlich das gleiche wie das Angreifen. Man bekommt es halt nur zu Gesicht. Also man kann sich es nur angucken. Wir gehen mal hier hin. Hier sind die nämlich ein bisschen einfacher und hier habe ich auch schon einige gefunden, die wesentlich mehr geben. Zum Beispiel hier diese 12er gibt ordentlich viele Kristalle. Ich suche eigentlich immer welche, die ordentlich Gold geben, weil Gold braucht man eigentlich mehr als Kristalle. Ja, dementsprechend werden wir mal hier reingehen. Gibt 5000 Gold. Das ist, finde ich, ganz angemessen. Oder ganz gut. Und ja. Dann wollen wir mal. Wir spielen hier den Jäger. Ich bin ein wenig overgeared. Für den. Diese Falle habe ich eben geupgradet. Bei mir macht sie ein wenig mehr Schaden inzwischen. Dann wäre sie nämlich ein bisschen low. Die hier chargen ganz oft. So, den noch. Ja, das Rad, wenn man das auf 3 hochgescrollt hat oder so, glaube ich, kann man dort. Heißt jetzt. Da stand ich im Feuer und ganz viele andere Sachen noch, was nicht so gut war. Gut, da geht's nicht lang. Dann kannst du nur hier lang gehen. Ja.
die mal eben beide weg. Jetzt das Ding. Das da. Hopp. Dann sind wir hier schon am Ende. Graf Nottingham. Ja, das ist der Boss aus dem ersten Gebiet. Hier allerdings schon auf Stufe 3. Also schon ein wenig stärker. Ja. Jetzt schießt er nicht auf mich. So. Nein, jetzt bin ich in dem Ding noch gestorben. Das ist schon fast peinlich. Gut. Dann werden wir das Ganze mal eben von vorne starten. Und zwar kenne ich das ganze Ding jetzt, ja. Ja, da ging das Ding ein bisschen daneben. Der heißt Sieke, der ist auch so gelb wie der Prügelkit und er schießt 4 Schüsse auf einmal. So, gut, dann benutzen wir halt einen Heiltrank. So, die machen zum Glück auch Schaden, diese Nägel. Erstmal das Ding da weg. Snuddy müssen wir mal kurz stunnen. Nein, nicht in der Suppe stehen bleiben. Das ist immer ganz schlecht, irgendwo drin stehen zu bleiben. So. Krass, Snuddy ist ziemlich nervig. Auch wenn er der erste Boss eigentlich nur ist. Schaffen wir es noch mit 3 Sternen? Wir haben es mit 3 Sternen geschafft. Kurz weiter danach, in 7 Sekunden, hätten wir 2 Sterne. 2 Sterne bedeutet, man kriegt weniger Loot. Und etwa hier so, da so oben, ist es halt so, dass man nur noch 1 Stern hat und danach oben gar keinen Stern mehr. Dann kriegt man nichts mehr aus den Tun. Ja, wir haben ein wenig was bekommen. Wir können hier noch für das Schloss voten. Ob es gut war, ob es vielleicht von solche Sachen. Und dann kann man noch ein bisschen was dazu schreiben. Ja, der Magier ist einer der Charaktere, die man mit einem bestimmten Status kriegt in dem Spiel. Und den muss man kaufen. Und das ist ein bisschen zu teuer. Ich und meine Freunde gehen aber davon aus, dass dieser Charakter, sobald man sobald das Spiel released wird, natürlich frei zugänglich sein wird. Und ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem Giveaway. Und zwar möchte ich eigentlich nur, dass ihr mich anschreibt bei Steam und mir einfach sagt, warum ihr denn einen Key haben möchtet für dieses Spiel. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich habe halt 2 Stücke über und durch die Uhrzeiten sehe ich ja, wann wer geschrieben hat. Und ja, ich
greife gerade nochmal das Schloss von einem Freund von mir an. An dieser Stelle. Hahaha, ich mach dich platt. Wobei seine Zyklopen hier relativ stark sind. Ja, der Stun war natürlich nervig. Der war knapp. Ja, vielleicht mache ich ihn auch nicht platt. Das werden wir dann nochmal sehen. So. Ja, ich hoffe, das Spiel euch gefällt euch. Wird euch genauso gut gefallen wie mir. Ja. Vielleicht sehen wir uns dann ja sogar mal im Spiel, wenn ihr meine Festung angreift. Das fände ich vielleicht sogar interessant, mal so ein wenig mit meiner Community zu spielen oder gegen meine Community. In dem Spiel ist es ja eher gegeneinander. Solange ihr nicht diese dämlichen Augen herstellt. Weil den Strahlen. Sind halt einfach nur nervig. So. Ich werde dieses Video noch heute hochladen, am gleichen Tag, also am 23. damit ihr dann zu Weihnachten einen Key haben könnt. Falls ihr dann an Weihnachten Zeit genug findet, das Spiel zu spielen. Dann nochmal hier durch. Das sind so dämliche Slow-Fallen. Da hat es doch tatsächlich geschafft, mich zu trollen. Da bin ich ein wenig drüber gelaufen. Ja, wenn ihr ein Beta-Key haben wollt, schreibt mich an, schreibt mir warum. Und tja, dann solltet ihr einen bekommen. Zumindest die ersten zwei bekommen ein. Ah, er hat Dur als Boss. So, so. Ja. Da wollte ich eigentlich noch ausweichen, sobald ich fertig bin. Aber das war aber nichts. Und. Das ist schlecht, weil. Durch das Zeug kriegt man mehr Schaden. Das hatte ich geblockt. Zum Glück. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Weil ich alle drei auf einmal abgekriegt hätte. Hat eine besondere Fähigkeit.
Und zwar lebt er doppelt, aber also, oh Mann, das ist jetzt, das war jetzt knapp. Ja, so sieht es aus, wenn man ohne Sterne irgendwo lang geht, dann kriegt man nämlich keinen Loot. Außer das kleine bisschen hier am Ende. Und damit verabschiede ich mich, freue ich ein schönes Fest und hoffe, dass ihr euch bei mir meldet. Und ja, sage bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed, The Walking Dead und Mass Effect. Schaut es euch an. Ich werde es ebenfalls verlinken und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.